Ja, euer Georg Diegruber vom Lebenswerte Gemeindeprojekt Bewusst gemeinsam leben mit einer kurzen Info, so Tageshighlight. Das war halt eindeutig ein Gespräch mit einem Geschäftsführer einer Bergbahn, die groß investieren, und das Sensationelle dabei ist, die haben die Basisfinanzierung über Crowdfunding gemacht. Und das Wunderschöne: es gibt riesigen Rückenwind von der Bevölkerung. Warum? Weil die von Anfang an mit einbezogen wurden, und nicht nur das, sie sind wirklich um die Meinung gefragt worden, und das ist ein ehrliches, authentisches Projekt. Es ist heute nicht entschieden, ob die als Partner bei dem Kongress Bewusst gemeinsam leben dabei sind. Schaut sehr, sehr gut aus. Er würde es natürlich mit seinem Vorstandskollegen rückbesprechen. Aber Menschen mit Hausverstand, und eins haben wir heute festgestellt, der Karl Forcher und ich, ganz viele Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, wirken, kommen von einem Bauernhof. Also ein Bauer ist eine gute Schule für Kinder, für eine Kinderstube, für Hausverstand, für Einfachheit, Bescheidenheit. Und ja, so wollen wir es zwar nicht dogmatisch machen, aber es ist wirklich, war eine ganz interessante Feststellung. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Bitte um Unterstützung, verbreiten diese ganze Geschichte, dass wir da wirklich ganz, ganz breit wirken in Österreich, um unseren Lebensraum aktiv zu gestalten. Jeder hat ein Potenzial, jeder wird gebraucht. Und nächstes Jahr, am 14. September 2019, werden wir das zeigen, was wir gemeinsam kreieren. Lebenswerte Gemeinde macht nicht, es macht möglich. Das ist die Prämisse darüber. Bis bald.